Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder eine Puppe für euch und zwar ist das die Newborn Baby Puppe von Simba. Geeignet ist sie für Kinder ab 3 Jahren und sie ähnelt ziemlich stark unserer Baby Born Puppe, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Sie kann nämlich sowohl trinken als dann auch in die Windel machen. Da sind die Puppen ziemlich ähnlich. Ich werde trotzdem mal schauen, ob es nicht noch mehr Unterschiede gibt, die ich irgendwie mit euch besprechen kann. Deshalb würde ich sagen, wir packen sie einfach mal aus und schauen sie uns genauer an. So, jetzt haben wir schon mal die äußere Verpackung von unserer Newborn Baby Puppe entfernt. Mit dabei ist eine Windel sowie Baby- oder Puppenbesteck, ein Löffel und eine Gabel in dem Fall, ein Fläschchen sowie ein kleines Tellerchen, was unterteilt ist in 3 Teile. Und hier haben wir noch eine Schnabeltasse sowie ein Töpfchen. Ich würde sagen, wir machen die Puppe gleich mal los und schauen sie uns genauer an. So, dann schauen wir uns unsere Newborn Baby Puppe doch mal genauer an. Zuallererst fällt auf, dass unsere Puppe keine Haare hat. Das ist für Neugeborene ziemlich typisch, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hat sie hier noch so ein kleines Haarband mit einer Schleife. Das finde ich eigentlich ganz niedlich. Dann hat sie ganz grüne Augen. Meistens haben ja solche Puppen eher blaue Augen, hier jetzt mal grüne Augen. Die sind sogar dunkelgrün, würde ich sagen. Sieht auch richtig schön aus. Dann hier ein lilaner Schnuller mit einem pinken Griff. Den kann man natürlich rausnehmen und der ist an so einer weißen Schnullerkette oder an einem weißen Band befestigt. Dann trägt unsere Newborn Baby Puppe einen rosa-weiß geringelten Body mit Tatzen, Teddybären, Herzen, Sternen und Monden drauf. Ansonsten kann man, glaube ich, relativ wenig zu der Puppe sagen, außer dass sie nicht weich ist, sondern aus Kunststoff. Auch der Oberkörper ist hart, also wie bei der Babyborn, bei der regulären, und nicht wie bei der Soft Babyborn, die dann für kleinere Kinder geeignet ist. Vom Gewicht Puppen üblich, würde ich sagen, weil sie auch innerlich hohl ist, also jetzt nicht zu schwer, sondern Dreijährige können die Puppe auf jeden Fall in die Hand nehmen und tragen. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal bei den Funktionen. Sie kann nämlich ähnlich wie die Babyborn auch trinken und daraufhin dann in die Windel machen. Man kann sie allerdings, glaube ich, nicht mit Babybrei oder Puppenbrei füttern. Das kann nur unsere Babyborn-Puppe. Weinen kann sie auch nicht, sondern lediglich, wenn man sie jetzt mit der Nuckelflasche oder eben mit dieser Schnabeltasse mit Wasser füttert, dann in eine Windel machen. Das probieren wir jetzt gleich aus. Unserer Newborn Baby Puppe von Simba habe ich jetzt schon eine Windel umgemacht. Allerdings muss ich sagen, dass die super groß ist, also so groß, dass sie hinten am Rücken sich schon staut und gar nicht richtig hier reinpasst in den Body, also der hängt jetzt nur noch so am seidenen Faden, würde ich fast sagen. Also die Windel ist wirklich ziemlich groß geraten. Jetzt ist der Bauch auch ganz dick von der Puppe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal aus, unsere Puppe das Fläschchen zu geben. Ich glaube, dass dieser Becher hier, dieser Schnabelbecher, nicht dazu geeignet ist, sie zu füttern, weil sonst würde das ganze Wasser an den Seiten rauslaufen, sondern das ist jetzt mehr so eine Attrappe, genauso wie der Teller mit den kleinen, mit der kleinen Gabel und dem Löffel. Also die Flasche kommt jetzt in den Mund. Eine Anleitung gab es übrigens nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so, wie ich das denke. Also den Kopf habe ich so ein bisschen höher und dann werde ich hier mal leicht auf die Flasche drücken. In der Hoffnung, wenn man jetzt nämlich die Flasche so hält und nicht drauf drückt, dann kommt kein Wasser raus. Das heißt, man muss definitiv etwas drücken. Das sollte reichen. Und jetzt werden wir die Puppe mal gerade hinlegen. So, und dann mal aufsetzen. Den Schnuller können wir jetzt wieder reinmachen.
So. Und jetzt sollte eigentlich meiner Meinung nach das Wasser rauslaufen. Und dann schauen wir mal in die Windel gleich, ob das auch wirklich funktioniert hat. Da wir die Puppe ja nur mit Wasser gefüttert haben, können wir die Windel natürlich ganz einfach trocknen lassen. Wenn man so einen Puppenbrei jetzt wie bei der Baby Born verwendet hat, dann wird das, glaube ich, eine klebrige Angelegenheit. So. Und ich muss sagen, die Windel ist, glaube ich, nur ganz, ganz leicht feucht. Also da muss noch relativ viel Wasser in der Puppe sein, glaube ich. Ich setze sie jetzt einfach mal auf das Töpfchen und schaue, was da passiert. Manchmal ist es ja so, dass man bei den Puppen dann irgendwie was drücken muss oder so, oder auch auf den Bauch, aber noch kommt nichts. Dann probieren wir nochmal mit dem Wasser nachzuhelfen. Es fehlt nämlich auch eine Anleitung. Das finde ich ein bisschen problematisch, gerade wenn man als Kind nicht genau weiß, wie das funktioniert. Als Erwachsener kann man ja dann ein bisschen rumprobieren. Nicht, dass man dann gleich schon verzweifelt, dass das Spielzeug gar nicht funktioniert. So. Also wie es scheint, ist es so, dass das Wasser gleich rausläuft. Ich gebe jetzt nochmal das Fläschchen, während die Puppe auf dem Töpfchen sitzt. Ja, also zeitgleich läuft das Wasser dann auch unten raus. Das könnt ihr hier sehen. Ich hoffe, man sieht, dass da Wasser drin ist. Also, die Pipi-Funktion der Puppe funktioniert also. Und das war es auch schon an Funktion. Also, man kann natürlich noch so tun, als wenn man die Puppe jetzt füttert, indem man halt hier imaginär sozusagen oder halt Fantasiebrei hier anrührt und sie dann damit füttert. Genauso wie mit dieser Schnabeltasse. Das ist aber eher alles, was so der Fantasie unterliegt. Aber man kann sie wirklich mit Wasser füttern und dann macht sie entweder in die Windel oder ins Töpfchen. Das war's jetzt erstmal zu unserer Simba Newborn Baby Puppe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!